Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch heute neues Material zum RG 503 und ihr werdet zuerst sehen, wie die Streaming-App Moonlight auf dem Gerät funktioniert. Im zweiten Teil zeige ich euch, wie der RG 503 sich bei der PSP-Emulation schlägt, und zwar mit Tekken 6. Meine persönliche Meinung ist, dass abgesehen von dem wirklich hübschen OLED-Display die Performance etwas zu wünschen übrig lässt auf den ersten Blick, weil Tekken auch kein Spiel ist für die PSP, was sich außerordentlich schwer emulieren lässt. Und insofern bin ich da gespannt und ich glaube, dass NBANIC stark über den Preis gehen muss bei dem Gerät, da man bis auf das OLED-Display eigentlich kaum einen Grund hat, den RG 503 dem RetroRed Pocket 2 Plus vorzuziehen, da der RetroRed Pocket 2 eben auch sehr leistungsstark ist und auch einen sehr guten Preis hat. Warten wir hier aber erstmal ab, was hier noch für Infos kommen. Viel Spaß mit dem Video. Gut, ihr habt nun gesehen, dass es nicht ganz optimal läuft. Wenn ihr trotzdem mehr Infos zu dem Thema haben möchtet, abonniert gerne meinen Kanal und lasst mir auch gerne ein Like da. Danke sehr und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.